Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion 4 gegen 4. Irgendwie will keiner Doppelduell spielen, wo jeder Duo baut. Es wird immer abgelehnt. Und wenn es angenommen wird, dann haut irgendwie einer ab oder so. Deswegen bleibt es hier beim Klassischen. Ich glaube, wir nehmen einfach mal den Megamind. Okay, haben wir Gear mit drin. Oh, eine Riesenrächerin oder eine Riesenjusora könnte ich bauen. Oder ein Riesengolem. Krasser Shit. Golem oder Rächerin oder Yuzora. Ich glaube, ich nehme die Yuzora und mache die gigantisch fett. Ja. Das werde ich machen. Können wir die noch zu den Kampfnarben extra aufwerten. Haben wir was gebaut? Wir kamen nichts. Ach, ein Pyro, war sofort weg. Dann ist klar. Ah, das sieht mir nach Fiesta aus. Wenn man in der ersten Runde verkackt, ist das gut möglich. Eine Maske hinpacken. Und dann die Yuzora mega groß machen. Das ist wirklich eine gute Taktik, das mache ich. Die Gatling Gun behalte ich, die tue ich dann hier irgendwo rechts hin. Wieder verkackt. Aber jemand anders. So, schick eine Schnecke rein, damit ich mir jetzt den Wüstenpilger leisten kann. Ja, aber wenig Reichweite. Hatte ich irgendwie mehr in Erinnerung. Naja. Holen wir jetzt zwei Worker nächste Runde. Büro, da muss nicht viel machen. Der hat das sowieso alles ab. Er hat verkackt. Hier drüben schon wieder. Er hat nur ihn da stehen. Der hier. Der Blaue. Kettenfaust und Sakura Blume, Pyro und Grawl. Ist auch ein Grawl. Pyro, und er hat auch einen Archer mit dazu gepackt.
Das sieht mir nach Fiesta aus. Ich glaube nicht, dass... Oder er ist einfach kacke. Weil dann hätte er doch mehr Kohle, oder? Wenn er Fiesta gebaut hätte. Dann müsste er eigentlich mehr Kohle haben. Ja, das schaffe ich alles locker abzuwehren. Da muss ich mir gar keine Gedanken machen. Die ersten Waves, total easy. Yosora macht die alle weg. Gerade mit Healing noch dazu. Wurde zwar schon so ein bisschen knapp, aber es liegt einfach daran, dass das Stichangriff war. Hm. Wir werden es ja am Ende sehen. Ob er Fiesta drin hatte. Hätte zumindest Sinn gemacht, dass er Fiesta baut. Aber ich glaube, er ist zu weit unten. Ich glaube, der hat nicht Fiesta. Ach so, ist er der Champion natürlich. Er hat keine Fiesta. Bei ihm bin ich mir nicht so sicher, beim Roten. Er hat Champion. Sehe ich erst jetzt. Okay. Jawohl, hochheilen. Weitet weiter den König auf. Vier sind durchgekommen. Das ist natürlich teuer für ihn. Oh, da geht's schon ran. Da geht's schon ran an den König. Gut für uns. So, ich könnte... das Ganze so aufbauen. Und wahrscheinlich drüben genau das gleiche nochmal bauen. Nur eins nach unten. Oder ich baue halt nur die Gatling darüber. Das geht auch. So, wie sieht es hier überhaupt aus? Okay, Harpien, Heal. Magie und Stichschaden hat er gut. Aufprallschaden hat er nicht. Hat ein bisschen zu viel Walker gebaut, hat gerade mal 630. Also egal, wird alles abgewehrt. Gatling Gun. Könnte ich ungefähr hier hinstellen. Mache ich auch. Ganz so weit vorne will ich die nicht hinstellen. Können sie theoretisch hier so knapp davor stellen, aber... Nee, machen wir nicht. Okay, ich hätte sie doch weiter vorstellen sollen.
Jetzt kommt sie nämlich nicht mehr ran. Kacke. Aber lagern den Fernkämpfern. Bei Nahkämpfern geht das schon wieder klar. Alter, hat viel gebaut. Er hat zwei durchgelassen. Schick mal einen Hirn mit rein. Ja, er hat ordentlich Healing. Er hat einen Pyro. Der wird vom Meeresdrachen und von dem Wüstenpilger geheilt. Schauen wir mal. Ja, so ist okay. Bei Nahkämpfern ist okay. Ah, Pyro tot. Wüstenpilger tot, aber es wird er blocken. Er baut echt viel. Ich kann mal ein paar Blocker aufrüsten. Silberisch 360. Ich glaube, es macht Sinn, wenn ich einfach noch eine Gatling Gun hinbaue. Und dann kann ich ja so eine Maske erstmal aufwerten. Der wird weggeballert. Nur Königsaufwertung geschickt. So kriege ich einfach keine Kohle ran. Zweimal durch, sehr gut. Viel Leben haben sie nicht mehr. Ich nehme die Kampfnarben. Ich nehme die Kampfnarben, damit meine Yuzora noch fetter wird. Ja, ich werde jetzt auch einfach den König mit auf. Hab mir mal 80 geschickt. Toll. Okay, so schon mal ein Feuerfürst, Brecherin. Mega viel Healing. Wahrscheinlich auf 13.
mal ein bisschen mehr schicken. Macht schon Sinn. So, erste Vulkankanone steht. Ja, ich werde das nicht splitten. Ich werde einfach da ein paar Gatling Guns hinstellen. Auf die rechte Seite. Und dann die große. Das alles abwehren lassen. Okay, hat mit Blumen gesplittet. Die Banane ist auf jeden Fall weg. So, schick mal eine Mol mit rein. Und dann brauche ich noch mehr Aufprallschaden. Upgrade. Schick noch Blut mit dazu. Das ist nicht schlecht. Ach, vielleicht kriege ich den Hermit sogar noch mit rein. Ja, der kommt noch mit. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Zwar alle relativ low, aber ich komme durch. Sehr schön. Alles abgewehrt. Kam vor Eis. Okay, schon zwei Kingpins sind da. ...46 Worker. Also das Mittelfeld, ne? Ist eher so das Mittelfeld. Ja, so ein paar Schleime mit hingestellt. Ich glaube, den Vogel werde ich dann auch nicht mehr brauchen. Ich werde dann sowieso noch die Wüstenpilger bauen dazu. Einmal Kampfnappen nur. Zweimal der Vogel. Weil es noch nicht fett genug war. Einfach drei Drachen geschickt. Aber das sieht auch wieder nicht schlecht aus. Das ist sehr gut. Viel magischen Schaden geht. Es geht. My ancestors, guide us, War Chief. Off to work. Da habe ich schon mal eine dreifache Verbesserung. 4500 Leben mehr. Fast 10.000 dann schon. Ja, einen kriege ich noch rein. Und dann 58. Gibt es noch eine Echse mit rein?
Ja, das wäre ich locker ab. Sieht hier drüben aus. Auch sehr gut für mich. Jawohl. Ich auf jeden Fall abgewehrt. Auch wenn meine große abgekackt ist. Ist es erstmal nicht so wild. Alles andere hat überlebt. Ach, die stehen ineinander. Wollte ich schon fragen, wo ist meine zweite Gatling Gun hin? Hm. Die wird riesengroß. Das sind schon 7500 Leben. So, schicke ich noch Drachen mit rein. 560. Kriegst du nicht anvisiert? Jetzt 12.870. Also die haben schon über 100 Worker. Ich kämpfe hier noch mit mal hin. Dass ich auf 100 hochkomme. Der ist down. Der fightet noch mit dem Drachen. Worker. Okay, der wird aber ordentlich an Power eingebüßt. Okay, dritte Vulkankanone steht. 9000 Leben mehr. Kampfnarben ist schon auf 4. Hat zwar halt der Vogel abgekriegt, ne? Aber ist nicht so schlimm. Ach, schon wieder übelste Drachen. 840. Ja, ist schon down, aber es sieht trotzdem gut aus, dass ich das halte. Ja. Ganzen scheiß Drachenkacken ab. Fertig. Hat natürlich abgewehrt. Schicke einfach 8 Kanonenschützen mal rein. Damit es da auch nicht auf die Fresse gibt. Wird immer größer. Ja, 100 Worker habe ich erreicht, sehr gut. Schon 5 Kampfnarben, schon allein jetzt schon 6000 Leben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, kam jetzt noch mit raus. ...20.000 Leben.
Na gut. Ja, werdet euch ein, ich lasse es jetzt einfach so. Die Masken nicht mehr aufgewertet. Sieht immer noch kacke. Na gut, habe ich diese Magnete mitgenommen. Die streiten sich jetzt hier. Wieder wurscht. Hat 172 Worker. Ach du Kacke. Holy shit, das wird ein Riesengerät. Siebener Kampfnarben hat schon fast 7000 Leben von alleine. Also wenn der jetzt noch aufgewertet wäre, wären es 30.000 extra. Ich kann die immer nicht anwählen. Okay, warum wurde jetzt, weil er jetzt geschickt hat oder was? Wahrscheinlich. So, 30.000. Jetzt werde ich aber hier noch ein paar davon hinstellen. Da kommt die Maske weg. Kann ich noch so einen Schleim aufwerten? Ah, der hat 15.000 Einheiten wert. Wie viel Leben hast du? Ah, da war sie gerade. 37.000. Er hat auch ein Riesenteil gebaut. Das kann ich wieder hinstellen. Deswegen werde ich auch ein paar Voreis mit reinschicken. Weil er so einen riesen fetten Baum hat. Keine Ahnung, irgendwas noch. 4580. Ja, ist ein Riesenbaum.
Noch kann ich ein bisschen halten. Das rote ist down. Das zweite. Okay, vor uns hat einer gesaved. Rechts down, ich bin weg. Der ist auch weg. Oh, das gibt's nicht. Hat übelst lange gehalten. Und er wird halten. Aber hier sind die am King dran. Ende. Victory. Ja, der Gelbe hat uns gewonnen. Dass der verteidigt hat. Krasse Runde. Stufe 12, sehr gut, sehr gut. Ja, das war das mal mit der Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.